So, wie Christoph es euch schon angekündigt hat, ich habe bei meinem Freibad weitergebaut und wie ihr seht, die Männer sind heute nicht da, denn die springen wirklich gerade ins kühle Nass und ich habe mir gedacht, ich gönne mir eine kleine Auszeit von der Hitze draußen und auch von der Sonne und gehe dafür mit euch ins Freibad, nämlich ins Wild City Freibad und zeige euch mal, was sich alles verändert hat. Es sind einige neue Ideen dazu gekommen. Falls noch was fehlt, ihr wisst es, in die Kommentare und dann werde ich das so schnell wie möglich nachholen. Nur als kurze Übersicht, wir sind hier natürlich hier gleich am Stadtplatz und da hinten, da, genau da, ist unser Freibad. Das heißt nicht direkt im Stadtzentrum, aber doch relativ nahe und auch gut mit dem Zug erreichbar. Denn da hinten ist ja auch ein Bahnhof, genau. Also wir machen uns auf den Weg, oder sagen wir eine Bahnstation, auf den Weg in Richtung Freibad. Und ihr seht natürlich ein bisschen ein Chaos herrscht hier noch vor. Das sieht aber immer so aus, wenn ich baue. Ja, das muss wohl so sein, damit ich alles immer griffparat habe. Denn wenn ich da jetzt Mods herumgehen muss und noch die Teile wiederholen, hinher muss, dann freut mich das eher nicht so. Deswegen wundert euch nicht wegen dem Chaos. Wir sind hier im Freibad. Ein kurzer Überblick, bevor wir ins Detail gehen. Das ist jetzt, Christoph würde das wieder so hochprofessionell sagen, das sind zwei ganze Baseplates und noch ein bisschen mehr. Naja, sagen wir circa 2,5 sowas, ist das Freibad groß und ich habe hier den Zaun übrigens noch nicht verändert. Ich habe da in den Kommentaren gelesen, dass ich das fließen könnte. Ich habe mir jetzt jedoch noch nicht getraut, unsere hellgrauen Fliesen anzugreifen, denn Christoph nimmt die ja immer zum eben Straßenfliesen, das kennt ihr ja schon. Und ich habe mir gedacht, wenn ich die jetzt stibitze und dann braucht er die, nein, mehr brauche ich nicht. Deswegen, ich habe es vor und sobald sich die Möglichkeit ergibt, werde ich das auch machen. Aber es gibt ein paar andere Sachen, die sich schon getan haben und würde ich sagen, zeige ich euch auf jeden Fall schon mal. Wir haben hier jetzt einen Eingangsbereich mit einem Schild. Ich muss schauen, dass ich den Bahnhof hier nicht abreiße, genau. Mit dem Schild, genau, mit ein paar Flossen dran als Dekoration und da steht eben Swim drauf. Ich dachte, das ist ganz nett, weil irgendein Schild braucht es ja, damit die Leute wissen, dass das ein Freibad ist. Und wie, ich habe mich wieder versucht an der Dots-Schreibtechnik, habe mittlerweile, glaube ich, schon ein ganz eigenes Dots-Alphabet, aber ich finde, das schaut eigentlich ganz cool aus. Ich hoffe, es gefällt euch auch. Falls ihr eben Verbesserungsvorschläge habt oder sonstiges, falls noch was fehlt, bitte einfach in die Kommentare schreiben. Was auch neu ist, ist das hier. Das ist das Häuschen. Ich muss hier mal die Metroline ein bisschen wegschieben. Ich weiß zwar, man soll das nicht unbedingt machen. Christoph wird mich schimpfen, aber da kann man jetzt nichts machen. Genau. Das ist das Häuschen, in dem die Tickets verkauft werden und ihr seht, da kauft gerade ein junger Herr ein Ticket. Er hat einen Rucksack um mit einer Trinkflasche und holt sich gerade das Ticket. Leider sieht man da so schlecht rein. Ich habe das aber hochprofessionell gelöst, nämlich mit einem abnehmbaren Dach. Jetzt kann man da ein bisschen besser reinschauen. Erstens mal seht ihr jetzt das Ticket besser. Und, entschuldige, und genau, man sieht dann auch die Frau. Kurz bevor ich da reinschwenke übrigens, ich habe vor, dass ich hier an die Wand noch irgendwas, keine Ahnung, einen Aufkleber drauf gebe. Idealerweise wäre natürlich eine Preisliste fürs Bad. Da bin ich noch am Überlegen, was darauf kommt, denn sonst ist mir das fast ein bisschen zu grau. Aber schauen wir mal rein zu unserer Verkäuferin.
Genau, die sitzt da drinnen, nichts Spektakuläres. Ich habe mir gedacht, dadurch, dass man sie eh nicht so gut sieht, brauche ich jetzt kein wundervolles Gesicht, sondern eher eins von den alten Gesichtern, alte Frisur. Und ihr seht, hier habe ich auch noch eine Kasse hineingebaut, ganz klar, damit sie das verrechnen kann. Gut, von der anderen Seite übrigens ist hier eine Glastür, das heißt, man könnte auch hier von hier ein bisschen hineinschauen zu unserer Kassafrau. Ich finde, das ist eigentlich echt ganz nett, weil sowas braucht man ja. Mehr Details, glaube ich, sind hier nicht vonnöten. Und wie gesagt, mit diesem abnehmbaren Dach, das ist eigentlich auch ganz okay so. Habt erst an ein Glasdach gedacht, aber ja, ihr wisst das, die Teile sind nicht immer alle so verfügbar, wie man sich das vielleicht wünscht. Der Metroliner muss noch ein bisschen weichen, damit ich da besser filmen kann, genau. Dann habe ich noch eine Dame hier, die sich auf den Weg schon, die ist schon durch das Drehkreuz durch, ist schon auf dem Weg zum Baden. Übrigens ist hier jetzt ein Drehkreuz verbaut und nebenbei ist so ein, wie nennt man das, so ein Durchgang, wo man dann hinausgehen kann. Also man kommt durchs Drehkreuz rein, durch dieses Türchen hinaus und ich habe da auch einen Sticker dran gemacht, damit das die Leute auch von außen sehen, dass sie von hier, von dieser Seite nicht reingehen dürfen. Dieser Sticker ist übrigens, ich zeige euch das gleich noch, von dem Set, das wir aus dem Legoland mitgenommen haben. Von diesem Sticker-Set habe ich diesen Eingang verboten Sticker genommen. Die sind eigentlich echt cool. Also ich habe mir die jetzt genauer durchgesehen und ich habe schon ein paar von diesen Stickern verbaut und werde definitiv auch noch mehr davon verwenden. Gut, dann kommen wir weiter. Wir hatten dieses Fressständchen da hatten wir schon. Hier sind ein paar mehr Leute jetzt, die was essen, die sich hier an den Tisch gestellt haben, einen Kaffee und einen Cocktail oder sowas gleichzeitig trinken. Da ist die Schwimmbrille abgelegt, eine Breze wird gegessen, ein Eis und so weiter. Ich finde das eigentlich ganz, ganz, ganz gut. Hier hinten ein paar Melonen, die hier schnabuliert werden. Die sind wohl selbst mitgebracht, nachdem sie da in der Handtasche auch noch welche drinnen hat. Übrigens, die Sonnenliegen habe ich, also bei diesem Set waren ja zwei Sonnenliegen dabei, das waren diese hier. Die habe ich jetzt noch einfach in anderen Farben nachgebaut. Finde ich, passt eigentlich recht gut. Genau. Dann sind wir da hinten eben gewesen. Ich habe übrigens auch ein paar Büsche verbaut, das habt ihr sicher schon gesehen. Wie ihr hattet recht, wenn da keine Büsche sind, dann ist das natürlich nicht so gemütlich, das wäre nichts. Auch hier sind Büsche verbaut, da liegen zwei. Der eine ist noch nicht so viel gebräunt. Sie spielt mit dem Handy derweil. Auch ein Baum hat hier einen Platz gefunden, danke an Christophs Mom hier. Die ist ja unsere Baumspezialistin und die hat diesen Baum hier eingebaut. Mit einem Papagei finde ich sehr, sehr süß. Ich hoffe nur, dass der sich nicht erleichtern wird auf diese zwei netten jungen Damen und Herren. Das wäre natürlich nicht ideal. Denn die sind gerade dabei, dass sie sich eincremen. Ich glaube, die sind gerade erst angekommen. Und ich habe mir gedacht, ich finde das nämlich immer so lustig, wenn Leute sich eincremen mit so einem extrem hohen Sonnenschutzfaktor, also nichts gegen Sonnenschutz, aber einfach, wenn dann diese Creme so extrem weiß ist auf der Haut. Und ich finde, das ist so typisch freibadmäßig. Und jetzt habe ich mir gedacht, ich tausche den Arm gegen einen weißen Arm, eine weiße Hand und bei ihm auch gegen eine weiße Hand. Denn das ist so eine dicke Sonnencreme, die hier eben aufgetragen wird.
Ich hoffe, euch gefällt die Idee. Genau, sie haben natürlich auch einen Sonnenschirm, denn die möchten wirklich auch von der Sonne geschützt werden. Dann haben wir hier zwei, die eine Art Tennis spielen oder sowas. Finde ich auch eine ganz nette Idee, ist auch von Christophs Mom gekommen, die Idee hat sie hier platziert, finde ich echt, echt super, gefällt mir sehr gut. Dann habe ich hier einen Lautsprecher verbaut, denn das ist natürlich auch immer wichtig, für Durchsagen im Freibad brauchen wir natürlich auch so eine Art Lautsprecher, genau, den habe ich hier platziert, ziemlich in der Mitte vom Bad, damit das dann alle gut hören. Dann hat sich hier auch noch etwas Neues getan. Hier ist eben auch noch eine Liege, ein zweiter Baum steht hier noch für Schatten, der gespendet wird. Wieder eine Schwimmbrille, ein Handy in der Handtasche, das passt recht gut. Dann haben wir hier eine Schwimmerin, eine ältere Dame, die mit Badehaube schwimmt. Recht hat sie, man will sich ja nicht die Frisur zerstören. Speziell könnte das natürlich auch passieren, wenn da die Leute nebenbei mit dem Ball spielen im Wasser. Das ist übrigens der Ball, den ich aus dem Legoland mitgenommen habe. Genau, der glaube ich eigentlich zu den Technikteilen gehört. Und ich habe den jetzt zwischen diesen zwei Figuren wieder auf so eine durchsichtige Schnur aufgehängt. Das war eh relativ schwierig. Ich habe das jetzt ein paar Mal um den Ball gewickelt, damit der eben hier ein bisschen in der Luft schwebt. Denn der ist doch sehr groß, der Ball, und wenn der gehalten wird von der Minifigur, dann sieht man die ganze Minifigur nicht mehr. Deswegen, ja, schwebt er jetzt hier zwischen diesen zwei Figuren. Dann geht's weiter. Hier macht sich einer gerade auf den Weg ins Wasser. Hier ist jemand gerade schon ins Wasser gesprungen, denn ich habe da ein paar Sprungbretter auch noch aufgestellt. Und hier sehen wir jemanden, der gerade quasi im Flug ist. Er macht einen Köpfler in das Wasser. Super durchgestreckt, muss ich sagen. Also sehr, sehr löblich. Und den sehen wir hier gerade im Flug. Finde ich, schaut ganz lustig aus, wenn der da hineinhüpft. Genau. Ja. Ansonsten ja, ist mir nicht mehr eingefallen, was wir noch brauchen könnten. Ach ja, dieser junge Herr, der was sich gerade auf dem Weg zu den Toiletten macht, den habe ich auch noch übersehen. Der ist auch noch neu, komplett zutätowiert, dieser Typ. Aber auch ganz nett. Jetzt ist natürlich die Frage, habe ich irgendetwas vergessen? Gibt es noch etwas, das im Freibad, was typisch freibadmäßig ist und was ich vergessen habe? Ich weiß es nicht. Mir ist jetzt schon heiß, also irgendwie immer wenn ich das Wasser sehe, möchte ich doch auch hineinspringen. Das wäre irgendwie schon ganz nett, muss ich sagen. Aber ich glaube, es ist recht gut, ich weiß es nicht. Ich bin noch am Überlegen, ob ich vielleicht da am Rand von dem Zaun noch Sträucher hinmachen soll. Aber dann habe ich mir gedacht, dann geht quasi das ganze Zeug von den Sträuchern ins Wasser hinein, was auch nicht so super ist. Also vielleicht lasse ich das einfach so. Aber wie gesagt, falls ihr noch irgendwelche Ideen habt, irgendwelche Vorschläge, dann meldet euch einfach bei mir. Ich würde mich sehr, sehr freuen, denn ja, das Freibad, also ich gehe extrem gerne ins Freibad, deswegen war mir das auch ein Anliegen, dass wir hier in Wild City, obwohl wir einen Strand haben und obwohl wir ein Naherholungsgebiet haben da hinten, war es mir ein Anliegen, dass wir auch ein Freibad haben. Genau, in dem Sinne melde ich mich jetzt ab. Ich glaube, ich muss auch nochmal ins Wasser reinhüpfen. Es ist doch auch hier herinnen so heiß oder ist mir vielleicht nur heiß, weil ich diese super Typen im Freibad gesehen habe. Ich weiß es nicht. Naja, mal schauen. Auf jeden Fall werde ich mich jetzt noch ins Wasser hauen. Ich hoffe, ihr genießt auch den Sommer. Vielleicht seid ihr ja auch im Freibad. Und wenn ihr im Freibad seid, vielleicht könnt ihr auch einen Blick rundum werfen
ob ich noch was vergessen habe und wenn ja, dann bitte in die Kommentare. Ich würde mich riesig freuen und dann sehen wir uns ja hoffentlich bald wieder gut erfrischt in Wild City. Macht's gut. Bis bald. Tschüssi.